Hilfe, Gromit! Tu doch etwas! Hol die Küstenwache! Und wir haben uns über den Regen beschwert. Jetzt haben wir ein echtes Rohrproblem. Hol mir den Schraubenschlüssel. Ich stopfe derweil das Leck mit dem Finger. Mann, oh Mann, Freunde. Und schon geht's wieder los. Wallace und Gromit, der zweite Teil. Und, ja, ich glaube, die meisten wissen, wie der letzte Teil ausgegangen ist. Und zwar hatten Wallace und Gromit geplant, mal Urlaub zu machen. Jo, und jetzt hatten sie es eigentlich vor hier in dem Teil, im zweiten Teil. Und den Teil spiele ich ehrlich gesagt nicht blind. Denn das ist nämlich der Teil, bei dem ich mir gedacht habe, komm, da holst du dir alle Spiele davon. Das habe ich nämlich mal als Let's Play gesehen. Ich hatte schon den anderen Teil als Spiel hier zu Hause rumliegen. Und da habe ich eben den hier als Let's Play gesehen und da habe ich mir gedacht, komm, dann holst du dir auch die restlichen Spiele. Und ja, ihr seht, jetzt habe ich alle. Vergiss meinen Schraubenschlüssel nicht. Er muss hier irgendwo sein. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht klicken. Aus dem Grund, ja, reden wir nochmal. Bring mir den Schraubenschlüssel, Kumpel. Mit Wallace und der Schraubenschlüssel, der liegt hier drüben. Nebenbei erwähnt, der erste Part wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen kurz, da das hier nur Chronolog ist und dann geht's erst im nächsten Part richtig los. Das Ding, und freut euch auf den nächsten Part. Und den hier könnt ihr euch gerne auch angucken, damit ihr wisst, um was es geht. So, den hätte ich gerne. Gut gemacht. Bring ihn mir jetzt her, Kumpel, ja? Was ist das da? Tu das nicht, Kumpel, sonst sind wir die Lichter los. Gut. Lappen wir's halt. Also, hier einmal für dich. Schraubenschlüssel. Gut gemacht. Unsere Probleme sind fast beseitigt. Ups. Himmel, was für ein Schlag. Stell besser den Hauptschalter aus, Kumpel. Und bleib weg vom Wasser. Das steht unter Strom. Der Hauptschalter, das war doch das Ding da drüben, ne? Oh, oh. Das geht schon panisch los hier. Vorsicht, Kumpel, die Flut kommt. Such dir lieber einen anderen Weg zum Hauptschalter. Let's go. Gromit, hast du den Verstand verloren? Du wirst dich noch braten. Das kriegen wir schon hin, Wallace. Glaub an uns. Die Strömung ist zu stark. Du musst etwas anderes finden, um den Hauptschalter zu erreichen. Das ist wieder das Finale im letzten Part. Scheiß mit, was können wir denn erreichen? Hier. Wir. Vorsicht, alter Freund. Ah, schade, geht nicht. Ah, der Deduktomat kann uns jetzt nicht helfen, Kumpel. Das ist bloß ein Prototyp. Mist. Aussteigen können wir ja nicht mehr. Dann gucken wir uns ein bisschen um. Was ist das da? Das kann ich untersuchen. Wenn du es nicht bis zum Hauptschalter schaffst, werden wir geröstet. Pass auf, Kumpel. Oder du verbrennst dich. Scheiße. Was können wir machen? Ah, guck mal hier. Gromit. Gib her. Sei vorsichtig, Kumpel. Das ist äußerst empfindlicher, komprimierter Raketentreibstoff. Von der NASA. Dann würde ich sagen, let's go. Benzinkanister. Kamera ändern und... Das Wasser steigt schnell, Gromit. Komm schon. Fuck, was soll ich denn damit machen jetzt? Geil, ich hänge jetzt schon. Gromit, Hilfe! Ja, weißt du was? Hier, mach du doch. Mach, wenn du es besser kannst, mach du doch. Na, siehst du? Mann, oh Mann. Oh. Tu das nicht, oh, Kumpel. Oh. Das wird dich in Stücke reißen. Heiliges Kanonenrohr. Gut gemacht, Gromit. Den Rest werden wir sofort haben.
Momentchen, nur nach rechts drehen. Und jetzt können wir die Lichter wieder einschalten. Schon besser. Oh, ach, da bist du. Tja, dann sollten wir wohl mal sauber machen. Leg los, Kumpel. Es gibt viel zu tun. Oh Gott. Es tut mir so leid mit dem unsommerlichen Wetter. Ich fürchte, unseren Strandausflug können wir vergessen. Es sei denn, wir holen den Strand zu uns.